Kinder im Keller hören mein Lied, ich hab ein Lied. Jetzt alle Kinder aus dem Keller hört mein Lied, ihr seid die Besten, die es gibt. Ihr Kleine hat euch die Prinzessin, hat euch die Amelie, hat euch lieb. Take, take oder Tacke, ich weiß es gerade nicht. Also, Tacke 567. Los geht's. Also, liebe Leute, jetzt gucken wir auf die Uhr. Jetzt haben wir schon, wie viele Schritte heute gemacht? 4538, aber auch nur, weil ich immer hin und her gelaufen bin, um die super Tafel, die ich mir jetzt besorgt habe, auch, wisst ihr, das muss ich ja nicht sagen, war jetzt so teuer. Ja genau, muss halt Kleberband noch besorgen, gell? Da bin ich nochmal zurücklaufen ins Geschäft. Gell? Da haben sie mir noch gesagt, entschuldigen Sie bitte, wir haben vergessen, Ihnen was mitzugeben. Dann habe ich noch von denen so eine Eile bekommen, ist halt aus Plastik, aber was soll's. Vielleicht hängen wir das da noch nadisch ein bisschen. Heute ist irgendein Feiertag, ich weiß jetzt genau welcher. Genau, jetzt habe ich aber vergessen, das einzuläuten. Und los geht's. Heute nehmen wir nämlich das Gurkenglas auseinander. Also wir nehmen das Edward Wörtli auseinander, sondern wir gucken uns mal ganz genau an, was da drauf steht. Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man die ja so zusammen und dann... Aber bevor wir gucken, was da drauf steht, muss ich Ihnen noch zeigen, was ich nämlich ein neues habe. Und zwar ein Tattoo mit einem Hashtag. Das ist nämlich ganz beliebt bei der Leute. Bei mir nämlich auch Quora, gell? Und da steht jetzt Gurke drauf, weil ich so ein Fan bin vom Gurkenglas. Ja, der Tätowierer, der hat zu mir gesagt, bleibe sie geduldig, das wird schon was. Also ich find's cool, gell? Ob jetzt die Buchstaben richtig rum sind oder it, ist egal. Wir wissen alle, was das bedeutet. Und genau, dann legen wir einfach mal los. Hier habe ich meine Sache, gell? Kennt ihr? Die Pumpe, die kommt später zum Einsatz. Und dann fangen wir doch mal an, dass man erstmal aufschreibt, Gurke mit Ä heute. Aber nur, weil Weihnachten ist, wollte ich sagen. Weil Ostra ist. Schreibt mal mit Ä, gell? So April-Scherzle. Also, Gurke. Wichtig ist aber eigentlich auch noch das Glas hinzuschreiben. Gurke, Glas. Direkt noch ein hinterher, oder wie? Also, jetzt weiß ich gar nicht mehr die Reihenfolge, wie ich das hier gemacht habe, aber... Sieht witzig aus, gell? Bisschen wie Ding. Wie heißt dieser Typ? Dieser Schauspieler. Dunkle Haare, hat gerade irgendwie Prozess im Ding gehabt. Der hatte Prozess, hatte der. Der ist cool. Der hat so Karibik irgendwas gespielt. Und der hat, dieser Edward, mit der hatte so Scherenhände. Das fand ich cool, diesen Film von dem. Also, jetzt wollen wir auch mal ganz genau hingucken, was da drauf steht. Und zwar, da steht... Zutaten. Vielleicht lesen wir erstmal die Zutaten, weil im letzten Video haben wir gesagt, sind sie vielleicht die Gurken im Gurkenglas? Das heißt, jetzt müssen wir herausfinden, was in ihnen steckt. So, Gurke, 56% sind sie also. Rest ist dann 44% und das ist Wasser, Salz, Dill, Meerrettichblätter, Knoblauch, schwarzer Pfeffer. Also Wasser ist klar, wir bestanden daraus Wasser, gell? Salz, auch klar. Aber ich bitte zu viel in die Suppe reinmachen, Mutter, gell? An der Stelle muss ich es auch mal loswerden. Ja, auf jeden Fall habe ich zu Hause schon ein bisschen geübt. Wenn ich dann die Kette bekomme. Die Bewegung habe ich schon mal geübt mit dem Kopf. Und dann habe ich auch geübt, wie man küsst. Weil ich habe, glaube ich, noch nie geküsst. Dann habe ich... einfach so die Hand genommen. Das habe ich nämlich mal gelesen, dass man das machen kann. Du süßer Held, mein Held. Ja, du bist so wunderbar.
glaub's nicht, dass es dich vielleicht gar nicht gibt. Krieg ich noch so einen? Ja, du. Ach so, ich krieg ne. Rose. Kette. Kette kriegt man. Die brauche ich dann nicht mehr. Wann ist nochmal Muttertag?